Prinzessin Marie Chantal, brisantes Foto. Schießt hier gegen Harry? Mit seinen Skandal-Memoiren Spara ist Prinz Harry, 38, derzeit in aller Munde. Prinzessin Marie Chantal von Griechenland, 54, ist die erste Royal, die auf die explosiven Aussagen des Aussteigerprinzen reagiert, mit einem brisanten Schnappschuss auf Instagram. Die einstige griechische Monarchie und das britische Königshaus sind aufgrund des verstorbenen Prinz Philipp, 99, Sohn von Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark, eng miteinander verbandelt. Umso aufsehenerregender dürfte das Bild sein, das die Ehefrau von Prinz Pavlos von Griechenland, 55, nun unkommentiert in ihrer Instagram-Story geteilt hat. Es zeigt das Schaufenster des Buchladens Bertsbuchs in der englischen Stadt Swindon. In dem Harrys Memoiren neben einem Roman mit dem Titel Wie man seine Familie tötet aufgebaut sind. Ein Seitenhieb gegen den Herzog von Sussex? Gut möglich. Wichtiger Hinweis, das Foto hat die gebürtige Londonerin vor dem Tod von Konstantin von Griechenland veröffentlicht. Der ehemalige König und Prinz Williams, 40, Taufpate ist am 10. Januar im Alter von 82 Jahren verstorben. Prinzessin Victoria, 45, weilte bis Sonntag noch im wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Der Hof bewahrt über den Aufenthaltsort der schwedischen Thronfolgerin und ihrer Familie Stillschweigen. Doch ausgerechnet der deutsche Comedian Oliver Pocher, 44, und Ehefrau Amira, 30, plaudern im gemeinsamen Podcast die Pochers ihren Urlaubsort aus und verraten sogar Unglaubliches, das TV-Paar ist mit der Reue ins neue Jahr gerutscht. Zufällig war die Tochter von König Karl Gustav, 76, und Königin Silvia, 79, angeblich zum Jahreswechsel in Sichtweite der Pochers in der Celebrity-Wellness-Unterkunft Stanglewood in Kitzbühel. Sie war am Nebentisch. Die hat da gefeiert. Es sind wirklich alle da. Scheint so. Denn laut Oliver befand sich die designierte Königin in bester deutscher Promi-Gesellschaft, die beiden Sänger Peter Maffay, 73, und Rhea Garbi, 49, hat Olli offenbar ebenfalls im österreichischen Luxus-Skiort getroffen. Und auch Ex-Fußballprofi Michael Ballack, 46, sei von ihm im beliebten Hotel gesichtet worden. Die fast hautnahe Sichtung von Victoria setzte dem Ganzen offenbar die Krone auf. Können Familie und Freund, innen von Konstantin von Griechenland, 82, wieder aufatmen? Am Wochenende drangen beunruhigende Nachrichten an die Öffentlichkeit. Wonach sichte der ehemalige König nach einem schweren Schlaganfall in einer kritischen gesundheitlichen Lage befinde. Nun vermeldet die griechische Presse, unter anderem CNN Griechenland, dass er an seinem mittlerweile fünften Tag in einem Athener Krankenhaus die Intensivstation verlassen durfte. Sein Zustand soll weiterhin ernst, aber stabil sein. Aus allen Himmelsrichtungen waren zuvor Familienmitglieder an sein Krankenbett geeilt, seine Ehefrau, Ex-Königin Annemarie, 76, und seine fünf Kinder, Alexia, 57, Paul, 55, Nikolaus, 53, Theodora, 39, Philippus, 36, die im Ausland leben, haben offenbar sofort den Ernst der Lage erkannt und standen geschlossen dem Familienoberhaupt zur Seite. Konstantin soll bereits seit einiger Zeit gesundheitlich abgebaut haben. Im vergangenen Jahr kämpfte er mit einer Lungenentzündung und einem Lungenödem. Zudem erlitt er bereits mehrere kleine Schlaganfälle und litt unter dem schweren Verlauf einer Corona-Erkrankung. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, CNNGR, Podcast Die Pochers.